Also wenn man sich über Homosexualität im Reggae unterhält, muss man zuerst einen Blick auf die Rechtslage auf Jamaika auch werfen. Auf gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr auf Jamaika stehen bis zu 10 Jahre Gefängnis und selbst auf den Austausch von Zärtlichkeiten zwischen Männern bis zu 2 Jahre. Die Reggae-Musik ist die Kunstform, die zentrale Kunstform, die diese gesellschaftliche Homophobie nochmals abbildet, bestätigt und eben gerade nicht kritisiert. Ein Beispiel dafür wäre eben der Song von Capleton, in dem es heißt, ihr solltet wissen, Capleton verbrennt Homosexuelle. Das gleiche gilt für Lesben. Ich verbrenne alles, solange es Homosexuelle sind. Alle Homosexuellen und Sodomiten sollten getötet werden. Das Thema wurde in der Reggae-Szene selbst, in der internationalen Reggae-Szene, nicht diskutiert, und zwar nicht diskutiert oder nicht wirklich diskutiert und angegangen, bis es zu Kampagnen von schwul-lesbischen Organisationen kam. Das war 2004, das war vor allem und federführend die Organisation Outrage, eine englische Organisation. Deutsche Künstler haben darauf auch reagiert, aber meistens, indem sie darauf hingewiesen haben, dass Jamaika eine andere Kultur hat, und haben eben gerade sich nicht mit den Opfern von Homophobie solidarisiert, sondern mit den Musikern auf Jamaika, die dann als die eigentlichen Opfer einer internationalen Kampagne stilisiert wurden. Und ein Beispiel hierfür wäre die Reaktion von Gentleman, der formuliert hat: Ich distanziere mich ganz klar von jeder Homophobie und ich finde auch manche Lyrics völlig unverantwortlich, die kann man nicht bringen. Aber natürlich hat auch jeder das Recht zu sagen, dass er Homosexualität nicht okay findet und dass er das mit seinem Glauben nicht vereinbaren kann. Und meines Erachtens wäre es sinnvoll gewesen, wenn die deutsche Szene sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt hätte, wenn es Stellungnahmen gegeben hätte von Künstlern, wenn es beispielsweise Unterschriftenkampagnen gegeben hätte. Es wäre schön gewesen, wenn das aus eigenem Antrieb geschehen wäre, schon vor den Kampagnen. Und das war aber leider nicht der Fall.